Willkommen Leute zu einem neuen Video. Heute NFC mit Max Koga. Er kämpft um Titel und Max Heinem. Danach geht erstmal. Okay, geh mir nicht auf den Sack. Jetzt bereiten wir erstmal unseren Shake vor. Wir nehmen Hafermilch, eine reife Banane, Schoko oder Kokos. Kokos heute. Haferflocken noch extra und noch ein bisschen Erdnussbutter, das war's. Wie sind deine Fight Predictions heute? 3 Siege. Bis zu. Also fangen wir bei Koga an. Der Gegner ist nicht so schlecht, ich hab den mal kämpfen sehen, weil ich denke, es wird auch ein vorzeitiger Sieg zur dritten, vierten Runde. TKO. Punches. Max Heine, denke ich, wird den vorzeitig auch erste, zweite Runde K.O. haben. Gegner kenne ich aber gar nicht. So, ich habe meinen Check fertig, weil ich zubereitet. Und David, denke ich auch vorzeitig. Hat auch Dampf in den Fäusten. Ist wieder voll, hä? Ist wieder besoffen, hä? So, Robert, heute ist welcher Tag mit Aufhören mit Rauchen? Ich glaube, der 10. Tag ist heute. Du hast komplett durchgezogen. Aber ein Snooze rein jetzt mal. Aber ein Snooze darf man. Aber Snooze ist besser als Rauchen, sag ich dir ganz ehrlich. 100%. Das stinkt nicht mehr. Oder macht die Lungen nicht mehr kaputt. Genau. Aber das lasst. Das ist auch die Tage von Snooze sind auch gezählt. Sagst du, Snooze ist auch Feierabend? Ja, bald. So, Samstag Sparring. Jawohl. Wie fühlt sich der Körper an? Ist okay. Nur besser rein. Crank Combat Pro, speziell entwickelt für Kampfsportler und gibt dir den richtigen Kick vom Training, was man auf jeden Fall mal ab und zu mal braucht. Im Code Academy kriegt ihr maximalen Rabatt. Wie viel Prozent wird heute ans Sparring gegangen? 50, 60. Wichtig ist, im Training zu bleiben, fit zu werden wieder. Das Knie auch jetzt gleich am Anfang zu, also die Überbelastung, jetzt wieder das Knie zu kriegen, ist wichtig. Aber ansonsten ganz normal. Wie sieht sonst so dein Zeitplan jetzt ungefähr aus? Was steht alles an? Es gibt nochmal einen kurzen Urlaub im April und dann geht es danach. Dann ist eigentlich so, da haben wir noch, glaube ich, 8 Wochen. Und da geht es dann als richtig ins Eingemachte. Gibt es einen speziellen Fokus, den du momentan mal in Sparring setzt? Einfach nur die Hunde überstehen gerade. Ein bisschen mehr als 50-60% aus. Ja, ich glaube, nur gerade muss ich mich anpassen. Der Anblick von außen war sehr gut. Ja, aber besser wie gedacht. 5 Runden durchgehalten. Ich wollte schon zweimal aufhören. War gut. War gut. Polo, warst du heute im Sparring? Ich hab ein Tattoo bekommen, aber ich konnte nicht. Nächste Woche nicht mehr. Aber gut gemacht, oder? Ja, man, sieht gut aus. Ja, bei Next Level hab ich gemacht. Next Leveling? Ja, Next Level. So von Sven, oder? Ja, Twin. Ja, Twin, so selten. Die Leute wissen nicht. Ja, Twin. Ja. Wer braucht, geht zu Next Level, macht Termin und dann sieht's so aus bei euch. Endergebnis. Ganz wichtig nach dem Training den Elektrolytehaushalt wieder auffüllen. Machen noch ein bisschen Kollagen rein für die Gelenkfunktion. Sehen, aber auch gut für die Haut. Den hauen wir kurz weg und dann geht's ab nach Dortmund. Wo sind die eigentlich alle? Wer kommt denn heute noch? Tommy, Emil, Mo. Ja, die Mischung, was ist? Orange? Mit Apfel, Orange, Apfel. Was sagst du so dazu mäßig? Alles gut. Wir sehen alles gut. Schmeckt gut. Ja, aber so schlimm. Was erwartest du heute von der Veranstaltung? Die Veranstaltung wird heute grandios. Genau, das wollte ich hören. Heute Tommy, der Restauranttester? Ja, heute bin ich Wachter des Restaurants. Richtig. Was gibt's heute? Balkanküche. Ich werde Cevapo essen. Cevapo. Hier, nur für den Tommy einmal. Habe ich extra für den gekocht, gebraten. Obers Geheimrezept? Richtig, genau. Probier mal. Beste Laden, Eiserne Julius hier in Dortmund. Wahnsinn. Wie zu Hause. So,
Soll ich jetzt die Bewertung abgeben? Definitiv eine glatte 10. Warum 10, Alter? Das ist eine 11, Mann. 11 würde ich sagen, wenn ich noch mehr Chewappe hätte. Der Christian hat doch die Chewappe von dir aufgegessen. Ja, du weißt. Das ist nicht der Julius dafür schuld, sondern der Christian. Wie immer. Der ist an allen schuld. Christian, was sagst du zum Essen? Eine 15 von 10. Ich sag jetzt mal wirklich die Wahrheit. Auf der Skala von 1 bis 11, eine glatte 12. Wir sind jetzt hier in Dortmund, waren schön essen bei unserem Freund Ivan. Und jetzt gucken wir uns die Veranstaltung gerne an. Auf geht's. Mit was für einem Stück bist du hier angekommen? Ja, guck mal hier. Was für gute Freunde ich habe, ne? Audi-Schlüssel? Audi-Schlüssel? Ja, was ist das? Gefälschter Audi. Frisch aus Polen. Was erwartest du dir heute von der Veranstaltung? Hauptsache, wir sind mit den Jungs wieder unterwegs. Wir sehen uns wieder, waren schön beim Ivan essen im Restaurant. Ich hoffe natürlich, dass der Max den Sieg nach Frankfurt holt. Jetzt kommen die Groupies immer von Christian. Ich dachte zum Ende, ey, Wahnsinn, wie sich das etabliert hat immer. Krass, so eine große Schlange und so viele Frauen immer wollen MMA schauen. Frage ich, guck mal, geht ihr zum MMA? Nein, wir gehen zum Konzert. Batman's Day, wer ist das? Jetzt warst du so schnell, jetzt habe ich deinen ersten Pivo verpasst. Das war kein Pivo, das war Cola. Aber ganz normale Cola, deswegen ist so viel Schaum da drin. After 2 minutes, 26 seconds of the very first round, from the red corner, David Balewski! Stefan auch da. Ja, Servus. Selbstverständlich. Wie sind deine Fight Predictions heute? Die erste Fight Prediction ist schon in Erfüllung gegangen. David hat per K.O. gewonnen. Die zweite wird auch in Erfüllung gehen. Max Heine wird auch per K.O. gewinnen. Und die dritte Fight Prediction ist, dass Max den Kampf gewinnen wird. Wie das ganz genau ausgeht, weiß ich nicht. Aber er wird 100% dominant gewinnen. Heute nur am Fotos machen, ne? Ja. Wie viele hast du schon gemacht, denkst du ungefähr? 200, 300. Wird angestrengt oder geht noch? Nö, ist okay. Ich habe eine wichtige Frage. Was haben wir heute für schöne Klamotten an? Hey. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Die beste ist schon gestern rausgekommen, wo hast du die her? Tja, die ist mir zugeflogen. Da kam der Weihnachtsmann und ist aus dem Kamin gekommen. Wir sind nämlich heute schon Weihnachten. Der Santa Claus. Ja, in Frankfurt sagt man einmal Akkoyum. Ich bin der Mike. Oi. Da haben wir aber gerade schon was gehört. Ich glaube, die Rap-Karriere ist nicht weit entfernt. Ja. Emir, wie heißt der Laden nochmal? Eisner Julius, Dortmund Homburg, bestes Steak, bestes Fleisch in Dortmund. Das kann ich bestätigen. Und mit dem Rabattcode Ivan gibt es 10%. Nein, mit dem Rabattcode Ivan gibt es sogar 30%. Ehrlich, kein Scheiß, ne? Ehrlich jetzt. Mit dem Rabattcode Ivan 30%. Auf alles. Auf die ganze Richtung. Auf alles. Steh auf! Die haben Zaun hoch! Was ist da los? Sag mir! Christian, Meinung zu Kampf? Ja, Wahnsinn. Wundertüte ist der Junge so. Daniel, deine Meinung zu Kampf? Brutal. Hammerhart. Einfach Kämpfer, Krieger. Hammer. Winner of the fight by way of Lars Show after 2 minutes and 44 seconds of the third round from the red corner, Max Heine. Der ist ganz schön, oder? Jawohl! Brutal. Ich habe leider eine falsche Prediction abgegeben. Dritte Runde ist Submission. Aber vorzeitig. Ja, vorzeitig war richtig.
Geiler Abend, 3-0 für Spirit, Glückwunsch an alle drei. Geile Kämpfe, geiler Abend und geiler Tag. Wie immer, bis zum nächsten Video.